Badadadam, badadadam. Jetzt bin ich doch glatt runtergefallen. Jetzt, wo komme ich denn jetzt hier wieder hoch? Da. Sieht ja witzig aus. Na, 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 na. Wenn ich hier nochmal runterspringe, bin ich ganz tot. Da sollte ich vorher erstmal wieder ein bisschen hochhalten. Das wäre weise, mein Freund. So. So, das ist der Turm. Doof. Ich muss im Grunde genommen das nicht passt. Treppe komplett eigentlich um einen versetzen. Magere Ausbeute. Ah, au. Ach, verdammt. Ich hab doch zu sehr reingebaut. Eigentlich müsste ich sie um noch einen versetzen, wenn ich mir das so angucke. Wie weit kann ich sie denn noch versetzen? Das ist die Frage. Um zwei. Da, da. Okay. Dann komm. Nein! Au! Ah, ich bring mich hier nochmal um. Das war auch schon wieder knapp. Das war noch knapper. Also viel knapper geht ja kaum noch. Geht nur knapper, wie irgendwann vor nicht allzu langer Zeit, wo mir nach einem Absturz nur ein halbes Herz übrig blieb. Das war dann noch knapper, aber viel knapper geht dann nicht mehr. Außerdem ruiniere ich mir meine Stiefel damit. Ich wollte auch irgendwann dem nächsten Mal... reparieren gehen. So. Oh Gott. So. So, hier mühevoll gebaut, reiße ich jetzt komplett wieder ab. Weil es nicht aufgeht. Weil ich doch... Ich bin extra noch ein Stückchen vorgegangen, weil ich gedacht habe, der Weg ist so weit, dann habe ich ja noch ewig viel Gang oben über, aber ich habe mich geirrt. Tatsächlich... wirklich hier schon ansetzen. Au. So, jetzt mal alles wieder einsammeln. So. Und wieder hochlaufen. So ein Hobby jetzt von uns, hier ständig runterspringen und wieder hochlaufen. So. Dann müssen wir nämlich die Treppe tatsächlich schon
Ja, ansetzen. Da liegt noch ein Trepp von mir. So, jetzt können wir uns wieder schlafen legen und wir sind seit dem letzten Mal schlafen gehen. Eigentlich kein bisschen weitergekommen hier mit dieser Treppe. Scheiße. So. So. Das dürfte jetzt ein bisschen besser funktionieren, so. Eigentlich wäre ich ja ganz gerne oben, bevor ich an den Turm andocke, aber. So, das ist die richtige Höhe, ja. Das ist eigentlich immer noch nicht ganz so hübsch wie gedacht, aber. Immerhin passt es irgendwie. So, jetzt müssen wir halt hier irgendwie außen rum. Ah, wo ist denn mein Knopf? Da ist meine Taste. So, und dann haben wir hier diesen Gang hier oben einmal um diesen Turm drumrum. Und der geht dann hier hinten mit der Treppe wieder runter. So. Genau, den wollte ich dann hier schon mal mitgebaut haben. Die Frage ist jetzt, wir müssten hier eigentlich eine Verbindung haben und hier steht wieder nichts von Verbindung, aber ich werde sie jetzt schlagen, ganz einfach. Hier hin oder dahin? Dahin. Und genauso werde ich es jetzt auch hier unten machen. Können wir ein bisschen Licht rein. So. Hier.
Das halte ich für weniger gut. So, hier ist ein extra Fenster drin. Warum sind hier eigentlich keine Fenster drin? Hier können eigentlich auch Fenster rein. Ich muss Glas holen. Ach, hier ist ja noch einer unten drunter. Sehr witzig, ihr Deppe! Scheiße. Sagt mir nur von seinen dilettantischen Grundrisslegungen. So, ist jetzt auch schön hübsch. Sieht man nicht so zwischen den Konturen, aber. Hat doch was. Ich weiß halt jetzt noch nicht, wie wir das hier von unten machen. Ich müsste hier. Nun, man kann es auch so lassen, aber es wäre schöner, wenn man Treppen dagegen setzte. So, weil ich jetzt sowieso gerade hier unten abhänge. Kann ich ja gerade mal heimgehen. Und vielleicht. Ein paar. Glas nochmal nachlegen. Bisschen Zeug ablegen. Vielleicht auch mal wieder eine Runde Stein wechseln. Schlag dir doch mal die Tür vor der Nase zu. Schauen wir uns das Ganze doch erst nochmal von oben an. Können wir doch auch mal wieder. Trotzdem habe ich so langsam echt das Bedürfnis, meinen Helm zu reparieren. Hm? Brückli. Das sieht hier jetzt noch ein bisschen witzig aus, weil hier das Ganze drumherum fehlt. Das Ding haben wir jetzt gnadenlos zum zweiten Stock hoch durchgezogen. Hier müssen wir auch echt nochmal überlegen wegen der Fenster. Aber wir müssen sowieso auch bald mal heim, weil wir da überhaupt irgendwie mal schauen. Wir haben keinen Sand mehr. Wir könnten natürlich auch nach hinten laufen. Um dort mal wieder in der Höhle zu spazieren. Ja, auch nett. Ach komm, den hole ich gleich mit raus. Der muss eh nach unten. Ja, aber wenn wir jetzt mit dem angeschlagenen Zeug in die Höhle gehen, ist auch kacke. Mal ganz ehrlich. Da schießen die uns doch erst recht den guten Helm kaputt. Fällt mir alles nicht so. Das behalten wir. Das natürlich nicht. Und die legen wir ersatzweise da rein. Guck mal, hier hätten wir auch noch Glas. Nehmen wir doch das erstmal. Okay. Ich habe keine 20 Plätze frei im Moment. Ah. Können wir jetzt auch mal mitnehmen und hier reinpacken. Und dann haben wir hier wieder 20 Steine. Toll! Wir haben tatsächlich schon die ganze Kohle durchgerödelt. Das ist ja super. Dann müssen wir jetzt auch erst nochmal Kohle nachlegen.
So. Klack. Und klack. Na. Und klack. Klack. Und hier fehlt wieder einer. So. Nimm jetzt einfach mal alles mit, ist mir egal. 64, 64. Shit. Da ist schon wieder Nacht. Upsa, da wollte ich hin. 64, 64. 64, 64. So. Okay. Jetzt haben wir so ziemlich alles an Kohle weggerödelt. Was wir haben. Ein bisschen was ist noch da, aber viel ist es ja nicht. So, doch, Glas habe ich geholt, genau. Das war der Grund meines Unterwegsseins. So, jetzt müssen wir aber auch nicht mehr dieses ewige Zickzack hin und her mit der Brücke, sondern jetzt können wir hier lang. Zurück auf die Baustelle. Auch wenn wir jetzt hier erstmal ganz hoch rennen. Und dann hier wieder runter zu rennen. Aber das nächste ja nix. So. War zuletzt damit beschäftigt, genau. Hier jetzt auch nochmal freizuräumen. Guck mal, hier sind sogar Türen dazwischen. Keine Fackeln mehr. So, das ist nämlich ziemlich bescheuert, dass wir hier... Ach, nicht an die Räume drankommt. Scheiße. So, gehen wir ohne rum. Hier waren wir auch lange nicht mehr. Ist auch mal ganz nett. Das hat dich doch genauso verwirrt wie mich, gib's zu. So, das ist doch gut, dass wir dann gerade hier sind. Hier wollten wir sowieso hin wegen der Fenster. Was ist denn hier für eine Party? Die AfD ist wieder da. Ihr seid keine Alternative. Du auch nicht. Meine Fresse, was ist Stimmung hier?